So Leute, was geht ab, Jungs und Mädels natürlich. Hatten gerade schon eine Aufnahme gemacht, aber ich, Idiot, habe natürlich die Audio ausgeblendet, weil ich davor was aufgenommen habe. Egal. Ihr kennt ja noch das liebe Schnittbattle. Ich habe immer noch keinen besseren Namen übrigens. Und man sieht meine Wasserflasche. Okay. Jedenfalls, Leute, machen wir heute das Schnittbattle wieder. Und wir haben 15 Minuten Zeit, eine Montage zu schneiden. Meine Augenringe sind auch wieder am Start, denn wir haben gerade 21:47, oder? Ich glaube schon. Ist noch nicht so spät, aber... sagen wir so, ich bin ein bisschen übermüdet, I don't know. Auf jeden Fall, Leute, mit dabei ist heute der liebe Verweisung. Moin. Und das Einzige, was wir schon vorgegeben haben, ist halt die Audiospur. Oh, da ist halt einfach nur die Musik drin, mehr ist das nicht. Und halt ein paar Effekte vielleicht, gegebenenfalls, man weiß es nicht. Denn ich schneide mit Adobe Premiere Pro und der liebe Verweisung hier mit... Sony Vegas. Okay. Und ja, Leute, ich würde sagen, der liebe Verweisung erklärt euch jetzt die Punkteverteilung. Denn wir bepunkten uns am Ende, wenn wir mit dem Schnitt fertig sind. Und aber das fließt halt nicht in die Punkteverteilung ein, denn es gibt ja eine Bestrafung am Ende, die ihr entscheiden könnt, die wir aber euch aber vorgeben. Da gibt es euch zwei Optionen. Da könnt ihr am Ende des Videos hier oben rechts, glaube ich, oder oben links, ich bin mir nicht sicher, abstimmen. Und ja, Leute, ich würde sagen, der liebe Verweisung erklärt euch das Ganze jetzt. Also, man kann für die Musik maximal 3 Punkte bewerten, für die Abwechslung maximal 2 Punkte. Storytelling, also welche Story hinter der Montage steckt, maximal 2 Punkte und die Effekte auch maximal 3 Punkte. Ein Schluck Wasser tut immer gut. Nice. Okay. Jedenfalls, Leute, ich würde sagen, dann switchen wir jetzt im Schnitt rein, aber erstmal viel Spaß mit dem Video und dann sehen wir uns. Find me in the air, I'm just sorry. I done been in the dark, we're lonely. Now they tell me what is yours like Tony. I like a thick thing, my king, nasty. And I make her run it like an athlete. That a nigga practice, love your accent, talk sassy. That was in the past, now I'm first, they don't pass me. On me, you didn't really glowed up. And my niggas can't believe you showed up. I'ma pour a little more in my cup. Let's toast to us. I be the one with them waiting for. Tell me what these haters be hating for. Pull up in the ghost, now we raising stuff. Gold chains feel like I'm ghost fake killer. Don't act like you know me if you don't know my story. Real niggas don't snitch, they wanna share in my glory. Yeah. So Leute, was geht ab? Wir sind jetzt fertig und ja, wir haben genau 15 Minuten geschnitten. Könnt ihr auch hier unten an der Uhr sehen. Jetzt war nur irgendwie 1-2 Minuten Verschiebung wegen Aufnahmen neu starten und so weiter, aber sonst haben wir jetzt 15 Minuten geschnitten und wir sind jetzt beide fertig. Ich würde sagen, wir rendern das beide jetzt Ganze und dann laden wir das auf YouTube hoch, ziehen das in Watch Together rein, gucken uns das gegenseitig an, bewerten uns gegenseitig und dann seid ihr dran. Ich würde sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute, oder? Hey guys and welcome to another German Food Review. So, Marc Gebauer. Marc. Nee. Nein, nicht Marc. Kennst du das nicht? Nein, ich kenn das nicht. Food Review. Ich kenn das nicht. Das schicke ich dir, kannst du das einbauen. Okay. So Leute, wir sind jetzt im Watch Together drin und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit meiner Montage an. Ich habe sie nämlich auf nicht gelistet hochgeladen. Und dann sagt der liebe, warte, ich wollte gerade Vectrum sagen. Grüße gerne voraus. Moin, was der liebe Verweisung, dann seine Punkte. Und ja, ich würde sagen, pack ich rein in 3, wenn es lädt. So. Wir sehen uns sofort wieder, wenn wir am Anfang sind und so. So Leute, ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze jetzt an in 3, 2, 1, let's go. Oh, mach du. Es bug ein bisschen. Mach du. Bei welcher Sekunde bist du? Warte, wir gehen nochmal am Anfang. So. 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 3, 2, 1, go. Hä? Sie will mich. So, jetzt musst du. Jetzt sag. Oh, jetzt muss ich die Punkte hier verteilen. Ey. Ja, also, du musst ja die Punkte verteilen. Ich bewerte von oben nach unten die Musik. Ja, ja. Die Musik, die fand ich
Sehr gut. Ausgewählt. Letztens hat jemand in die Kommentare geschrieben, ZFixix, niemand, wirklich niemand. Und ich so, ja, wir sehen uns gleich wieder und so. Das hat jemand geschrieben, ich weiß nicht. Ich sag das ein bisschen oft, deswegen. Egal, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ja, also wie viele die Punkte wirst du mal geben? So 2. Okay, 2. 2. Perfekt. Zwei Lieder benutzt, ist auch schon Abwechslung genug. Würde ich der Abwechslung 2 Punkte geben. Okay, danke dir. Und achso, ja. Ich habe dich unterbrochen. Weiter, gerne. An den Effekten, die du genutzt hast, die CCs, die du benutzt hast bei Magic Bullet Looks. Mhm. Das fand ich alles sehr, sehr gut. Auch dieser VHS-Effekt. Okay, dann da auch 2 Punkte, oder? Gehe ich von aus. Ja, da auch 2 Punkte. Okay, also dann ich fand das sehr gut. Zum Effekte. Hast du jetzt ja nicht so viel benutzt, außer einmal diesen Woosh-Sound. Gut, irgendwie dein Lieblingswort. Ich glaube an dieser Stelle mal. Nein, müsste man die Punkte noch sagen. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Also sonst fand ich die Effekte ganz gut. Deswegen gebe ich dir 2 Punkte. Boah, eigentlich ganz sick. Ich weiß es nicht. Ich muss mir ehrlich gesagt nochmal angucken. Von der Länge her nicht so wie ich, aber du hast halt mehr Effekte. Du hast ein bisschen halt mehr Effekte auf dem künstlerischen Raum. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Jedenfalls würde ich dir für die Musik, weil das überhaupt nicht meinen Geschmack trifft und halt, weiß nicht, aber trotzdem zum Beat passt, würde ich dir dafür leider nur 1,5 Punkte geben. Bricht halt überhaupt nicht meinen Geschmack und finde ich passt auch nicht so gut zu den Clips. Okay. Dann zu der Abwechslung her hast du ziemlich viel eingebaut, also deswegen da 2 Punkte. Was soll man sagen? Was du bist halt von der Abwechslung her am Anfang was anderes, in der Mitte was anderes und am Ende was anderes, weiß ich mal. Ja. Und dann zu den Effekten kann ich dir sagen, wir wenn ich gerade überlegen, das sind halt ein bisschen zu einseitige Effekte. Du hast auch nicht Color Corrections verwendet, glaube ich. Oder? Ich hab's vergessen. Color Corrections hast du leider vergessen. Deswegen dort von meiner Seite aus auch nur 2 Punkte. Und Leute, ich würde jetzt sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und wir nennen euch die beiden Bestrafungen. Bis gleich. Also wir haben uns jetzt überlegt als Bestrafung, wer verliert. Paar Leute auf Twitter taggen. Oder, also das zweite ist, wir müssen den Gewinner müssen wir den Stream-Key senden und der kann dann irgendwas machen. Ja. Stream oder so. Option 1 hier oben rechts abstimmen und Option 2 auch oben rechts abstimmen und das Ganze wird dann halt im nächsten Schnitt-Challenge oder sogar im anderen Video irgendwie bekannt gegeben. Ich würde es euch immer genauer sagen und ja Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, alles ist klar. Wenn nicht, habt ihr noch Fragen, gerne in die Kommentare damit oder auf Feedback. Und dann würde ich sagen, checkt gerne den lieben Verweisung aus. Ich wollte gerade weg drum sagen, egal. Okay, Leute, bis dann und ciao, ciao. Tschüss.